Zukunft. Irgendwo am Ende dieser langen, staubigen Straße der Zeit wartet sie auf mich. Doch es ist keine geradlinige Straße. Sie hat viele Abzweigungen, Schlaglöcher und Kreuzungen. Den Namen der Straße zu wissen, heißt nicht, das Ziel zu kennen. Obwohl ich weiß, was auf uns zukommen wird, bleibt die Zukunft im Dunkeln. Das nur gemacht. Ich Hornochse schicke Johann auch noch in diesen Einsatz. Einen Kampfeinsatz. Das wird mir Ina niemals verzeihen. Oh, ich finde das gut, wenn Johann an diesem Einsatz teilnimmt. Lass nur Ina. Connor, wenigstens das Mädchen haben wir rausbekommen. Klasse, dann kann ich Ina erklären, dass wir ihre Tochter gerettet haben. Deinen Mann haben wir dabei aber leider verloren. Sorry, Ina. So ist das im Leben nun mal. Man kann nicht immer gewinnen und wo gehobelt wird, fallen Späne. Scheiße! Gut gemacht, Ehrenberg. Wunderbar. Wissen Sie, was mir richtig auf den Sack geht? Nein? Ich hätte das wissen müssen. Überlegen Sie mal, ich bin seit über 40 Jahren auf diesem Standort. Von Anfang an habe ich diesen ganzen Mist mitbekommen. Der Versuchsflug der Draken im Jahre 2024. Das Auftauchen des Raumschiffs, als Johann mit der Draken verschwunden ist. Dann taucht er nach 20 Jahren auf einmal wieder auf. Das blühende Leben. Und anstatt, dass ich eins und eins zusammenzähle, freue ich mich, wie das Großväterchen Josef, dass mein Lieblingsenkel wieder da ist. Verdammt noch mal, wie dämlich kann man eigentlich sein? Mother One schwer beschädigt, Connors Flügelmann Mickey vermisst, wahrscheinlich gefallen. Zwei Soldaten verletzt, Johann vermisst oder gefallen, keiner weiß genau, was mit ihm los ist. Und ein Rescue-Transporter schwer beschädigt. Ehrenberg, für einen Tag im Dienst für Volk und Vaterland kann sich dein Ergebnis wirklich sehen lassen. Klasse! Aber so schnell gebe ich nicht auf. Ich bin immer noch General der Vereinigten Streitkräfte von Europa. Nun, Sie werden sagen, ich bin alt. Ja, das stimmt. Aber wissen Sie was? Alte Hunde kennen alle schmutzigen Tricks. Und diese Drecksbande wird mich jetzt mal so richtig kennenlernen. Wow, Ausgang im Altersheim? Mit mir haben Sie jetzt nicht gerechnet, wie? Kommt Ihr Pfleger nach? Darf ich reinkommen oder stellen Sie mir vielleicht einen Stuhl raus? Na, so wie Sie aussehen, treten Sie mir sonst die Tür ein. Kommen Sie rein.
Also, what's up, alter Mann? Haben Sie schon den Newsfeed gesehen? Klar. Im Gegensatz zu Ihnen muss ich nicht erst meinen Personal Computer hochfahren, um den Newsfeed zu verfolgen. Und haben Sie da irgendetwas Außergewöhnliches gelesen? Hätte ich mitbekommen. Dafür habe ich Bots am Laufen. Tja, also nichts Außergewöhnliches heute. Oder gestern oder vorgestern. Auch gestern oder vorgestern waren meine kleinen Helfer fleißig. Ich zeig Ihnen gern, wie das geht. Dann brauchen Sie nicht immer herkommen, um Neuigkeiten zu erfahren. Davon mal ab, ist mein Avatar seit ein paar Tagen freezed. Ach, meiner ist in Ordnung. Na, das ist ja schön für... Sagen Sie mal, haben Sie getrunken? Oder ist das Ihr Einreibemittel? Haben Sie einen Kaffee? Kaffee? Ja, Kaffee. Diese schwarze Brühe, die heutzutage als Kaffee verkauft wird, keinem mehr schmeckt, aber von jedem gesoffen wird. Kaffee, verstehen Sie? Oder ist das zu schwer für Ihre vernetzte Zauberkiste da drüben? Oh, Sie erkennen tatsächlich zeitgenössische Gebrauchstechnik? Ja, natürlich habe ich Kaffee. Wusste aber nicht, dass ich hier ein Nachrichtencafé betreibe. Okay. Haben Sie Interesse an einer wirklich großen Story? Was denn für eine Story? Bingo im Seniorentreff? Erst der Kaffee, dann die Story. Okay. Was darf's denn sein? Kaffee Razor, Latte, Latte Vanille, Kaffee Brownie, Kaffee... Einfach nur Kaffee. Schwarz, stark und heiß, wenn's geht. Black Power. Wild Man. Ist das ein politisches Statement oder geht's nur um schlechten Geschmack? Hatte auch nicht erwartet, dass Sie wissen, wie guter Kaffee schmeckt. Seit Ihrer Jugend... Das war dann wohl so in den 60ern, hat sich die Definition von leckerem Kaffee leicht verändert. Ja, schwarz kann man den fast schon trinken. Freut mich, dass ich helfen konnte. Also. Gefällt Ihnen Ihr Job? Sie wissen schon, den ganzen Tag Unsinn und den inneren Schweinehund Ihrer Zuschauer zu senden. Machen Sie doch eine Eingabe. Dann machen wir einen Spartensender für Sie auf. Nachrichten von gestern für die Oldies von heute. Geschenkt. Wir wissen doch beide, dass das Unsinn ist, oder? Was heißt hier Unsinn? Was bilden Sie sich eigentlich ein? Sie kommen in meine Wohnung angetrunken. Ihre Alkfahne kann aus zwei Metern Entfernung riechen. Schauen Sie mal in den Spiegel. Haben Sie in Ihren Klamotten geschlafen oder was? Mann! Ich weiß, dass Sie eine intelligente junge Frau sind. Du Scheiße. Jetzt kommt die Nummer. Soll ich schon mal Gläser holen, damit wir gleich Brüderschaft trinken können? Eine intelligente junge Frau, die ihren Abschluss in Journalismus am Heinrich-von-Kleist-Kolleg in Braunschweig gemacht hat. Sie haben einen richtig guten Abschluss hingelegt. Mit Auszeichnung. Und mit diesem ausgezeichneten Abschluss können Sie sich, mit Verlaub, den Hintern abwischen, weil es keinen guten Journalismus mehr gibt. Und was guter Journalismus ist, entscheiden etwa Sie. Ich dachte, in Ihrem Abenteuerclub lernt man nur rückwärts schreiben. Socke fällt grau. In meinem Abenteuerclub soll Journalismus der Wahrheitsfindung, der politischen und kulturellen Bildung dienen. Stattdessen führen Sie lallende Idioten vor, die auf einer Nasenflöte La Paloma töten können. Tja, in Ihrer guten alten Zeit lag der Journalismus auch bequem in der sozialen Hängematte. Heutzutage müssen wir unsere Kohle verdienen, verstehen Sie? Verdienen. Nicht nur Kohle zum Fenster rausschmeißen wie Sie und Ihr Alpenjägerverein. Der war gut. Jetzt mal ehrlich. Wie viele wirklich interessante Storys hatten Sie in der letzten Zeit? Mal von dem tragischen Unfall auf der Airbase abgesehen. Es ist halt, wie es ist. Ich würde auch gerne über, wie Sie es ausdrücken, wichtige Dinge berichten. Leider werden dir heutzutage nur dämliche Volontariate, natürlich unbezahlt, und Kackjobs bei irgendwelchen Tierjerking-Kanälen angeboten. Da muss man heutzutage erst einmal durch. Als gute Journalistin werde ich mich da aber durchbeißen. Davon verstehen Sie, Staatsdiener, natürlich nichts. Doch, doch. Ich weiß, wie das ist. Sie sind nicht der erste junge Mensch, der lernen muss, dass das Leben stinkt. Seltsame Metapher. Im Augenblick riecht es hier eher nach Alkohol. Das Leben stinkt, Mel Brooks, 1991. Aber ich bin nicht hier, um mit Ihnen über das Leben oder Filme aus den 90ern des letzten Jahrhunderts zu reden. Sondern?
Haben Sie mal zwei Gläser? Gleich werden Sie einen kleinen brauchen. Echt jetzt? Trinken Sie einen Kaffee. Saufen können Sie woanders. Am besten rufen Sie jetzt Ihren Pfleger. Den Becher können Sie behalten. Sie wollen eine Story? Ich meine eine richtige Story. Okay. Ich werde es zwar bereuen, aber gut. Ja, natürlich will ich eine richtige Story. Vor 4 Tagen, abends gegen 1800, kam es zu einer thermonuklearen Explosion im Gebiet des Amazonas. Wie bitte? Sie verarschen mich. Nein. Hören Sie zu, verarschen kann ich mich allein, okay? Davon hätte ich gehört. Sind Sie sich ganz sicher? Ich habe keine diesbezüglichen Informationen erhalten. Und so eine Story würden wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen. Woher wissen Sie davon? Eine unserer Pilotinnen ist im Gebiet des Amazonas abgestürzt. Im Verlauf der Rettungsaktion kam es zu dieser Explosion. Na klar. Und kein Schwein weiß was davon. Okay. Passen Sie auf. Ich erzähle Ihnen die ganze Geschichte und dann reden wir darüber, was Sie damit anfangen, okay? Einverstanden. Was dagegen, wenn ich das aufnehme? Na klar habe ich was dagegen. So senil bin ich noch nicht. Hören Sie erst einmal nur zu und dann sehen wir weiter. Okay, also. Das war lange vor Ihrer Zeit, aber vielleicht haben Sie davon mal während Ihres Studiums gehört oder so. Sagt Ihnen der 11. September 2001 etwas? Natürlich, der Anschlag in den damaligen USA. Genau. Damals sind fast 3000 Menschen ums Leben gekommen. Das war doch so ein Haufen misplaced Gotteskrieger, oder? Ja, so etwas in der Art. Naja, auf jeden Fall war das zumindest die offizielle Begründung für den darauf folgenden Golfkrieg. Im Rahmen der Operation Enduring Freedom war das ABC-Abwehrbataillon Kuwait aus Höxter und Bruchsal in der Zeit vom Januar 2002 bis Juni 2003 im Camp Doha, nordwestlich an Kuwait Stadt angrenzend stationiert. Was ist denn ein ABC-Bataillon? Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, junge Dame. ABC-Abwehrbataillon. Das sind Spezialeinheiten, die auf das Aufspüren von chemischen und biologischen Kampfstoffen sowie Strahlung spezialisiert sind. Okay. Und wo soll das Ganze hier hinführen? Komm ich gleich drauf. Also, ich war damals ein junger Oberleutnant, der da... April 2003, 5.47 Uhr, 30 Kilometer nordöstlich von Kuwait. So Männer, macht mal die Mucke auf! Vorhin war keine Zeit, also bringe ich euch jetzt auf den neuesten Stand. Ach, ich hab da so etwas läuten hören, Herr Oberleutnant. Tinnitus oder war gestern Kampf trinken auf der Party angesagt? Also, aufgepasst. Vor knapp 5 Stunden ist ein bisher nicht eindeutig identifiziertes Objekt gut 40 Kilometer nordwestlich von Kuwait-Stadt niedergegangen. Da wir in einigen Tagen hohen Besuch erwarten, ist der Stab ein wenig nervös, was potenzielle Bedrohungen aus der Luft anbelangt. Einige von Ihnen erinnern sich eventuell noch an den Raketenbeschuss auf Camp Doha. Wird wohl nichts weiter sein, aber solange wir keine knallfesten Politiker haben, bitteschön. Erwarten wir deine Mutter zu Besuch, Müller? Nee, aber deine Mutter lässt ausrichten, dass dein Spitz wie eine Müllhalde aussieht, Alter. Und sie kommt heute Abend zur Kontrolle vorbei. Ja, nee, klar, Mann. In deiner Haut möchte ich jetzt aber nicht stecken, Mann. So, meine Damen, wir sind hier nicht bei Lady Kracke, okay? Also aufhören zu quatschen und zuhören. Wir haben alle gedacht und eure Mütter treffen sich heute Abend zum Tee. Okay, alles klar? Jawohl, Herr Oberleutnant. Ein hohes Regierungsmitglied wird uns nächste Woche einen Besuch abstatten. Wertschätzung, Unterstützung der Moral, Presse und so weiter und so weiter. Muss ich euch nicht erklären. Also, meine Damen, wir sind als Schutz für die Jungs aus Höxter eingeteilt. Das Bataillonskommando will geklärt haben,
was da runtergekommen ist. Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse? Größer als eine Granate, kleiner als ein Flugzeug. Offenkundig hat es keine Detonation gegeben. Also müssten wir auch von einem Blindgänger ausgehen? Digga, keine Granate. Was soll das sein? Eine Rakete? Werden wir alles sehen. Bereitet euch vor, in 20 Minuten sind wir da. Den Zodiac? Ja, einmal, bei einer Übung. Das Scheißding wiegt fast 30 Kilo. Und selbst an kühlen Tagen kommt man sich nach 10 Minuten darin wie eine verdammte Kochwurst vor. Ja, und wir haben aktuell, gut 22 Grad. Darum, Augen auf bei der Berufswahl. Machen Sie mal Meldung, dass wir angekommen sind. Jawohl, Herr Oberleutnant. Spürtrupp an Basis. Haben Position erreicht. Gelände wird gesichert. Beginnen mit dem Spürauftrag. Spürtrupp an Kommandant. Kommandant hört. Objekt gefunden. Luftspürfahrt durchgeführt. Keine Gefahrenstoffe angemessen. Führen jetzt eine Punktspürung und Untersuchung mit Radiometer durch. Können Sie schon sagen, um was für ein Objekt es sich handelt? Definitiv keine Granate. Sieht eher wie eine KZO oder eine Luna aus. Allerdings, naja... irgendwie moderner als unsere Drohnen. Sowas haben wir hier doch gar nicht im Einsatz. Kann ich mir das jetzt ansehen? Ja. Ja, Objekt und Umgebung ist sauber. Wunderbar, ich komme raus. Diese Schönheit hier mit unseren KZOs zu vergleichen ist, zumindest ein bisschen gewagt. Finden Sie nicht auch? Haben Sie so etwas schon mal gesehen, Herr Oberleutnant? Nein, so etwas wie das hier noch nicht. Schauen Sie sich einmal die in den Rumpf eingelassenen Mantelpropeller an. Diese Drohne hier müsste auf der Stelle schweben und drehen können. Sie kennen sich mit solchen Dingen aus? Ja, mein Vater war Jagdflieger. Ich glaube, es gibt keinen verfügbaren Modellbausatz, den ich nicht zusammengebaut habe. Also, ja, ich kenne mich ein bisschen damit aus. Ich frage mich, wo das Teil herkommt. Scheint auch nicht wirklich beschädigt zu sein. Sieht aus, als ob das Ding nicht abgestürzt, sondern notgelandet ist. Haben Sie diese Schriftzeichen gesehen? Was soll das sein? Keine Ahnung, aber Arabisch ist das nicht. Sie sprechen Arabisch. Sprechen ist zu viel gesagt. Dafür bin ich nicht lang genug hier. Unser Dolmetscher bringt jeden Morgen die Al-Watan mit und versucht mir ein paar Brocken Arabisch beizubringen. Und? Das ist definitiv kein Arabisch. Sieht für mich nach reinen Fantasy-Zeichen aus. Erinnert mich ein wenig an Klingonisch. Fantasy-Zeichen wird wohl kaum jemand auf eine Drohne malen, oder? Und von Deep Space Nine wird das Ding wohl auch nicht kommen. Also, Ihre Jungs sagen, das Ding ist wirklich sicher? Ja, scheint keinen Gefechtskopf zu tragen. Keine Strahlung, keine Spuren von chemischen Kampfstoffen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding, aber gut. Packen Sie zusammen. Mal schauen, was das Bataillonskommando dazu sagt.
Basis für Spürtrupp. Oberleutnant Ehrenberg hier. Melde, unbemanntes Luftfahrzeug unbekannter Herkunft gefunden. Laut Spürtrupp ist das Ding sauber. Bitte um Anweisungen für weiteres Vorgehen. Als Oberleutnant Ehrenberg am Abend des 15.04.2003 zusammen mit dem Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, seinem Stab, mehreren Feldjägern und einer auffallend großen Transportkiste an Bord einer Transall C-160 in Richtung Heimat unterwegs ist, kann er sich ein zufriedenes Grinsen nicht verkneifen. Manchmal muss man auch Glück haben, denkt er sich. Und macht es sich bei angenehmen 18 Grad mit seinem olivgrünen Gehörschutz so bequem wie möglich. Zumindest so bequem, wie das einem die ausklappbaren, einem Campingstuhl nicht unähnlichen Sitzgelegenheiten möglich machen. Tags darauf im Kellergeschoss der Universität der Bundeswehr Hamburg in Hamburg-Jenfeld. Cortes, du lichtscheues Kellerkind. Josef, du alter Kaffee-Junkie. Was machst du denn hier? Ich denke, dich haben sie in die Wüste verbannt. Tja, du Grufti, die Besten werden halt weltweit eingesetzt. Von wegen. Du hast bestimmt an der Tochter eines Scheichs rumgefummelt. Und die mussten dich zu deiner eigenen Sicherheit außer Landes bringen. Psst, Alter, nicht so laut. Nicht mal meine Freundin weiß, dass ich zurück bin. Du darfst niemandem, hörst du, niemandem davon erzählen, dass ich verfrüht zurückgekehrt bin. Okay. Erwischt. Du Saftarsch! Oh, Alter, komm her. Und ich glaub den Scheiß auch noch. Ach, schön dich zu sehen, Digga. Kaffee? Aber immer doch. Du solltest mal sehen, wie die Kaffee in Kuwait kochen. Das Zeug sieht aus wie Tee. Wie Tee? Ja, fast durchsichtig. Sieht aus wie Kamillentee oder sowas. Und? Was und? Na, wie schmeckt das Zeug? Obwohl es wie Muttis Hustentee aussieht, zieht dir das nicht die Schuhe aus. Ansonsten wie normaler Kaffee. Ach, wer hätte das gedacht? Ja, und alles gut bei euch? Was macht die Kleine? Ina? Könnte nicht besser sein. Ja, super. Seit ein paar Wochen schläft sie durch. Ja, du hast auch kaum noch Augenringe. Ach, dafür frisst sie jetzt nach und nach meine gesamte Fischertechnik. Oh, na lecker. Gebt eurer Tochter doch mal was Richtiges zu essen. Dann lässt sich vielleicht auch deine Fischertechnik in Ruhe. Hm? Mensch, das ist ja meine Idee. Werde ich Anja mal vorschlagen, ja. Aber jetzt mal ehrlich. Was machst du hier? Wir haben dich erst in 2 bis 3 Monaten zurückerwartet. Ja, hast du noch einen Augenblick für mich? Klar. Okay, woran arbeitest du gerade? Immer noch Audiokodierung. Wieso? Hättest du mal Lust auf etwas richtig Abgefahrenes? Wie was richtig Abgefahrenes? Sagen wir mal so, wir haben da was gefunden. Und wir brauchen ein paar Leute, die für uns rausfinden, was das genau ist. Und wo das herkommt. Klingt alles ein bisschen geheimnisvoll, Digga. Worum geht's? Ja, wollen Sie mehr wissen, Sir? Dann unterzeichnen Sie bitte hier. Digga, du verarschst mich doch. Nein. Wenn du mehr wissen willst, brauche ich ein Autogramm von Digga, dir. Digga, geheim oder was? Aber sowas von. Okay. Lass mal sehen. Vertraulich, ha? Huh? Aktuell ja. Okay. Also, worum geht's? Pack deine Klamotten. Wir fahren auf die Airbase nach Schleswig-Jagel. Ich erzähl dir alles unterwegs, okay? Knapp 2 Stunden später betreten Oberleutnant Ehrenberg und Leutnant Cortes einen sogenannten Shelter. Einen getarnten Flugzeugbunker auf der Airbase Schleswig-Jagel. Tadada! Alter! Und das Teil habt ihr in der Wüste gefunden? Soll man nicht glauben, oder? Sieht irgendwie spacig aus. Aber ich bin kein Avionik-Fachmann. Wie kann ich euch helfen? Ja, weiß ich. Dafür haben wir andere Leute. Ich möchte, dass du dir das hier einmal anschaust. Offenkundig hat das Teil bei der Landung Schaden genommen. Schau mal hier. Da ist etwas vom Rumpf abgeplatzt. Wow!
Was ist das denn? So eine Computertechnik habe ich noch nie gesehen. Das ist doch unmöglich von uns. Bist du dir da ganz sicher? Alter, das wüsste ich. Wo habt ihr das nochmal gefunden? 40 Kilometer nordwestlich von Kuwait-Stadt. Also von den Irakern kommt das auf keinen Fall. Was sagen die Amerikaner dazu? Nichts. Die wissen nichts davon. Wie bitte? Ja, was? Wir haben gefragt, ob sie was vermissen. Tun sie nicht. Also? Respekt. Und nun? Nun nehmen wir das Ding auseinander und finden raus, was das ist und woher das kommt. Das Ganze wird ein Projekt des Verteidigungsministeriums. Wir übernehmen die Führung. Allerdings bekommen wir Unterstützung aus der Wirtschaft. Also wenn du willst, willkommen an Bord, Sir Ewe. Sie haben eine Drohne geklaut? Ja. Respekt, alter Mann. Außerdem, was heißt geklaut? Offenkundig hat die niemanden gehört. Na kommen Sie, irgendjemand muss das Teil ja wohl gehört haben, oder? Nö, warten Sie ab. Also, von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle, weiß ich erst seit gestern. Mir sind, sagen wir mal, Informationen zugespielt worden. Von wem ist erst einmal egal, okay? Okay. Gut. Gut ein halbes Jahr später kam es südlich von Hamburg zu einem, sagen wir mal, vertraulichen Treffen. September 2003. Abends in einem Restaurant gut 50 Kilometer südlich von Hamburg. Ah, Herr Dr. Enders, guten Abend. Guten Abend, Herr Lindau. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Haben Sie schon bestellt? Nein, ich bin auch gerade erst angekommen. Kellner? Einen Moment bitte, ich komme sofort. Und, haben Sie schon gegessen? Die Steaks sind zu empfehlen. Nein, danke. So lange werde ich nicht bleiben. Ah, verstehe. Möchten die Herrschaften die Speisekarte? Nee, danke, heute nicht. Ich nehme den 75er Riesling. Für Sie, Herr Doktor? Für mich einen Kaffee und ein Mineralwasser, bitte. Sehr gern. Und, wie geht's der Familie? Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Ich höre, Ihre Tochter studiert nun in England. Ja, in Cambridge. Gutes Institut, nicht ganz billig. So, einmal den Riesling und einen Kaffee und ein Mineralwasser. Vielen Dank. Sehr gerne. Also, dann lassen Sie mal hören. Gut, also, wo fange ich an? Am Anfang. Wie bitte? Fangen Sie am Anfang an. Also gut, einer unserer Spürtrupps in Kuwait wurde mit dem Auftrag, einen unidentifizierten Flugkörper zu untersuchen, in die Wüste geschickt. Gut 40 Kilometer nordwestlich von Kuwait-Stadt, wie ich im Telefonat ja bereits erwähnt habe. Als Herr Lindau eine Pause einlegt, um einen Schluck Wein zu sich zu nehmen, schaut der ältere Mann, Herr Dr. Enders, auf. Herr Lindau, gut, ich verstehe. Wir haben also eine Drohne, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, genau richtig, Herr Doktor. Eine Drohne, die weder unsere ist, noch einem unserer Verbündeten, noch einem unserer Feinde gehört. Richtig? Mhm. Mal abgesehen davon, dass dieses Fluggerät ja jemandem gehören muss, was wissen wir bisher über die Drohne? Das Verteidigungsministerium hat eine Gruppe von Wissenschaftlern der Bundeswehr und eines unserer Unternehmen auf die Drohne angesetzt. Laut unserem Spezialisten haben wir es mit der fortschrittlichsten Technik zu tun, die unsere Experten jemals in die Finger gekriegt haben. Wir haben also einen Mann von uns im Team. Es ist eine Frau. Interessant. Erzählen Sie weiter. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber die verwendete Computertechnik ist der unseren um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte voraus. Das Antriebsdesign ist laut unseren Fachleuten revolutionär. Nun gut. Wo sagten Sie, versteckt die Luftwaffe das Fahrzeug? In einem Flugzeugbunker auf einem unserer Militärflugplätze in Schleswig-Jagel. Verantwortlich ist ein gewisser Oberleutnant Ehrenberg. Gut.
Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass dieser Ehrenberg die Mittel bekommt, um herauszufinden, was es mit diesem Fluggerät auf sich hat. Und dann? Lindau, was glauben Sie eigentlich, was wir hier machen? Technologischer Vorsprung ist unser Geschäft. Ich will diese Drohne. Und ich will alles, was es darüber zu wissen gibt. Sind Sie der richtige Mann dafür oder soll ich mir jemand anderes suchen? Nein, Herr Doktor, ich erledige das. Und woher wissen Sie das alles? Gibt es einen Mitschnitt? Nein, keinen Mitschnitt. Der gute Dr. Enders hat aber akribisch Buch über seine Treffen geführt. Ich habe eine digitale Kopie seiner Aufzeichnungen bekommen. Wer ist eigentlich dieser Dr. Enders? Von dem habe ich noch nie gehört. Dr. Enders war einer der Entscheider eines multinationalen Technologie- und Rüstungskonzerns und immer sehr auf Diskretion und Unauffälligkeit bedacht. Ja, man könnte fast glauben, der war ein Geist. Aber Geister stehlen keine Technologie. Dr. Enders aber schon? Ende Oktober 2008 war ich in Amerika. Ich habe da eine Fachtagung besucht. Zum begleitenden Kulturprogramm gehörte auch ein Besuch im Museum of Modern Arts in New York. Anfang November kam ich dann wieder nach Deutschland zurück. 5. November 2008. Haus der Familie Cortes am Rande des Städtchens Ahrensburg, nördlich von Hamburg. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Josef, komm rein. Hallo, Anja. Lass dich drücken. Oh. Ist Uwe da? Ja, unten im Keller. Wo sonst könnte unser Uwe sein? Natürlich ist er im Keller. Onkel Josef! Ah, da ist ja mein Wirbelwind. Chantal hat gesagt, Obama kann gar nicht Präsident werden. So hat sie das. Und warum nicht? Weil Obama schwarz ist und Schwarze dürfen gar nicht Präsident werden. Aber Frau Föge hat dann gesagt, dass das Unsinn ist. Da hat Frau Föge absolut recht. Und Chantal ist eine hohle Nuss. Josef, hör auf damit. Die zieht später damit los. Ist das so? Zieht die junge Dame später damit los, Ja, ich hab doch gewusst, dass Chantal eine hohle Nuss ist. Na, vielen Dank, Josef. Gern geschehen. Hör mal, Ina. Ich hab gehört, dass hier jemand im Haus vor kurzem Geburtstag hatte. Stimmt das? Ja, ich. Oh, ist das so? Ja, ich bin 8 geworden. 8? Nein. Komm, das kann doch gar nicht sein. Vor kurzem warst du doch noch 5, 6, 7. Haha, guck doch in meinen Kinderausweis. Okay. Also, wenn du tatsächlich 8 geworden bist, dann habe ich hier etwas für dich. Alles Liebe nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Na, nun bin ich aber mal gespannt. Mama, guck mal, das habe ich noch nicht. Da steht aber dein Name drin. Ja, das habe ich zum 10. Geburtstag bekommen. Ausgabe 5, Entdecker und ihre Reisen. Aber ich habe es erst letzte Woche ausgelesen. Darf man was verschenken, was man selbst geschenkt bekommen hat? Man darf schon, wenn man will. Okay. Und wenn es etwas Besonderes ist. Schau mal in die Mitte des Buches. Okay. Oh, ein Ausflug zum Flughafen. Wie bitte? Na guck, Onkel Josef zeigt mir den Flughafen. Und ich darf in einem Flieger sitzen. Ja. Juhu. Das ganze Programm, meine Süße. Darf ich dann auch einen Helm aufsetzen? Nur wenn wir einen in deiner Größe finden, darfst du ihn selbstverständlich aufsetzen. Ach, danke, Onkel Josef. Juhu. Oh, es wird mir eine Ehre sein, junge Dame. Na komm, das müssen wir Oma und Opa erzählen. Oh ja. Wenn du magst, da ist Kaffee in der Maschine. Oma, Opa. Moin, Uwe. Moin, Josef. Na, was macht die Kunst? Ach, man schlägt sich so durch. Die Herren von der Industrie gehen mir langsam auf die Nerven. Ja. Stecken überall ihre Nasen rein. Naja, das war aber klar, oder? Für ihre Kohle wollen die ja auch was sehen. Natürlich war das klar. Macht es aber nicht besser, oder? Naja. Na, dann wird dir das hier bestimmt nicht gefallen. Was sehe ich mir hier an? Eine deiner Entdeckungen. Wie bitte?
Ich war am Wochenende in New York im Museum of Modern Arts. Sie nennen es das Morflex-Telefon. Flexibles Display auf Basis einer Folie. Ich nehme mal an, das kommt dir bekannt vor, hm? Wo haben die das her? Na, dreimal darfst du raten. Die Drecksäcke. Diese Drecksäcke! Das ist unsere Entdeckung! Ja. Ohne uns wäre die Technik lange nicht so weit. Ja, ja, ja. Aber entwickelt haben wir das ja auch nicht. Aber wir haben das aus der Drohne extrahiert. Ich vermute, dass die Damen und Herren aus der Industrie nicht mit offenen Karten gespielt haben. Irgendjemand muss das weitergegeben Verdammt! haben. Verdammt! Was machen wir jetzt? Wir können die damit doch nicht durchkommen lassen. Du hast gesagt, dass das unsere Drohne ist. Ja, das weiß ich. Ich werde mit ein paar Leuten reden. Außerdem werde ich umgehend eine Sicherheitsüberprüfung aller Mitarbeiter veranlassen. Irgendeiner hat da die Hand aufgehalten, aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Aber nun erzähl erst mal, wo steht ihr aktuell mit der Drohne? Auch nach 5 Jahren ist das Teil immer noch eine Goldgrube. Wir haben letzte Woche entdeckt, dass die Hülle gar nicht aus einem Teil gefertigt wurde, wie zuvor angenommen. Es gab aber keine Schweißnähte oder ähnliches. Stimmt. Die verschiedenen Bauteile wurden verklebt. Verklebt? Du verarschst mich. Wir kennen Phenolformaldehydharzklebstoffe. Aber bei dieser Drohne wurde offenkundig ein völlig anderes Verfahren angewandt. Und bevor du fragst, Mann, keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Wir haben das nur an minimalen Abweichungen in der Molekülstruktur entdeckt. Sorry, Alter, ich verstehe nur Bahnhof. Bitte nochmal auf Deutsch, ja? Na, das sieht so aus, als wenn die die Bauteile aneinander gehalten haben, ja? Und die sich dann wie von Zauberhand verbunden haben. Und sowas geht? Ja. Wenn du mit Metall sprechen kannst, ja, dann schon. Mit Metall sprechen? Was ist denn das für ein Scheiß? Echt. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben, Mann. Aber offenkundig sind die in der Lage, das Metall auf molekularer Ebene dazu zu bringen, sich zu verbinden. Und warum weiß ich nichts davon? Weil gestern ein Herr Lindau mit einer Transportanweisung und einem Sicherheitsteam im Shelter aufgetaucht ist. Hm. Sämtliche Hüllenteile wurden entfernt und weggeschafft. Okay. Auch davon wusste ich nichts. Scheiße. Kannst du laut sagen. Das erklärt aber einiges. Hör mal. Ich hab noch ein paar unschöne Neuigkeiten für dich. Was denn noch? Ich werde von dem Projekt abgezogen. Wie bitte? Was soll das denn? Die Drohne geht zur weiteren Untersuchung in ein ziviles Labor. Bis jetzt dachte ich, dass das noch eine Weile dauern wird, aber wenn die jetzt schon damit anfangen, Teile wegzuschaffen... Alles klar. Dann sind wir raus. Kacke. Naja, so kann man das auch nicht sagen, hm? Wieso? Du könntest mitgehen. In die Privatwirtschaft? Nein, nicht ganz. Du bleibst beim Bund angestellt. Du bist dann quasi der Verbindungsmann. Du würdest nur in einem anderen Labor arbeiten. Und ich könnte weiter an dem Projekt arbeiten. Ganz genau. Überleg's dir. Mein Okay bekommst du. So, also auf den Schreck brauche ich jetzt erstmal ein kaltes Bier. Ja, lass mal nach oben, dann schmeiß ich den Grill an. Im November, Alter? Nur die Harten kommen in den Garten. Onkel Josef? Ja, Onkel Josef. Wieso? Ina ist mein Patenkind. Wusste ich nicht. Ich weiß. Okay, wie geht's weiter? Uwe ging dann als Verbindungsoffizier mit in dieses zivile Unternehmen und hat, wenn ich das richtig erinnere, noch 2-3 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Hat man erklären können, wo die Drohne seinerzeit hergekommen ist? Nein, das war bis heute ein Rätsel. Bis heute? Sie wissen nun, wo die Drohne damals herkam? Geduld. Im Jahr 2011 hat Uwe das Projekt dann verlassen. Warum? Ich denke mal, er hat einfach zu viele unbequeme Fragen gestellt. Er wurde gegangen, verstehen Sie? Okay, und was macht er heute? Nicht so schnell. 2 Wochen nachdem Uwe das Projekt verlassen hatte, verunglückte er, beinahe tödlich, mit seinem Auto. Was? Ich meine, was ist passiert? Damals hieß es überfrierende Nässe. Im Unfallbericht stand, dass der Fahrer wohl übermüdet und deswegen unaufmerksam war, als das Auto von der spiegelglatten Fahrbahn abgekommen ist.
Hört sich an, als wenn Sie nicht daran glauben. Damals schon. Uwe hat oft bis in die Puppen gearbeitet. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Was ist ihm passiert? Er muss damals eine Armee von Schutzengeln gehabt haben. Das Auto war ein Klumpen Schrott. Dass er da lebend rausgekommen ist, war ein echtes Wunder. Oh mein Gott. Es hat Jahre gedauert, bis sich Uwe zurück ins Leben gekämpft hat. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, schwor er immer noch, dass sich das Auto wie von Geisterhand von der Straße wegbewegt hat. Wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Wie bitte? Sie wissen nicht, wo er abgeblieben ist? Mit der Zeit hat er sich mehr und mehr zurückgezogen. Irgendwann ist dann auch seine Ehe daran zerbrochen. Die einzige, zu der Uwe sporadisch Kontakt gehalten hat, war Ina. Oh Mann. Kann ich noch einen Kaffee bekommen? Ja klar, Augenblick. Wie ging's dann weiter? Ich meine... Im Jahr 2015 knallte es dann furchtbar an den Börsen. Eventuell haben Sie davon ja mal gehört. Davon waren seinerzeit auch verschiedene unserer zivilen Partner betroffen. Aber es gab nicht nur Verlierer. Wie aus dem Nichts entstand ein neuer Technologiegigant. Die Firma Spacetech. Spacetech verleibte sich Technologien, Patente und... Die Drohne ein, richtig? Ganz genau. Die Firma Spacetech wurde der neue Partner des Verteidigungsministeriums. Kurz darauf startete das Projekt Draken. Ina Brünning stieß nach ihrem Studium im Jahr 2020 dazu. Projekt Draken? Darüber gibt es keine Informationen. Stimmt, heute nicht mehr. Seltsam, oder? Aber das war doch damals nicht geheim, oder? Na, Anfang schon. Aber am 3.4.24 war es damit vorbei. Die Presse wurde vom damaligen Verteidigungsministerium quasi mit der Nase draufgestoßen. Das Experiment ging damals schief. Eine Katastrophe. Ich habe Ihnen die Akten mitgebracht. Sind auch ein paar nette Zeitungsausschnitte dabei. Hier bitte. Danke. Die Tage nach dem Vorfall waren schlimm. Ich saß wie paralysiert in meinem Büro oder lief wie ein Tiger um meinen Schreibtisch. Schließlich war ich es, der Johann darauf geschickt hatte. Zumindest redete ich mir das damals ein. Und die Presse hatte ihren Skandal. Skandal. Man muss sich das einmal vorstellen. Wir verlieren einen Piloten. Was sage ich, einen Freund. Ina einen Lebensgefährten. Und die Presse, okay, Teile der Presse, haben nichts Besseres zu tun, als einen Skandal daraus zu inszenieren. Witwenmacher haben sie mich genannt. Diese Behauptung war schon damals bei der Starfighter-Affäre falsch oder zumindest sensationshaschend ungenau. Aber diese Bezeichnung passte wohl einfach zu gut. Und das waren noch die netteren Beschuldigungen, das können Sie mir glauben. Karrieregeiler Menschenschinder. Ein Blatt ging sogar so weit anzudeuten, ich wäre wohl ganz zufrieden damit, dass Johann nun aus dem Weg sei. Meine freundschaftliche Beziehung zu Ina wäre ja nicht verborgen geblieben. Ich habe die Base damals tagelang nicht verlassen und die Nächte auf meinem Sofa im Büro verbracht. Schlafen konnte man das nicht nennen. Und dann kam die Öffentlichkeitsabteilung auf die glorreiche Idee, einer Journalistin ein exklusives Interview zu geben, quasi als Befreiungsschlag. Sie können sich vorstellen, dass ich das mit sehr gemischten Gefühlen anging. Frau Harkonsen kannte ich damals nur von der Pressekonferenz vom Tag des Abflugs. Das Interview war dann am 11. April, vormittags.
Büro Kommodore Ehrenberg, Airbase Schleswig-Jagel. Donnerstag, 11. April 2024. Ja, bitte. Herr Kommodore, Ihr 10 Uhr Termin. Ach, die Harkonsen. Er soll reinkommen. Bringen wir das schnell hinter uns. Guten Morgen, Herr Kommodore. Vielen Dank, dass Sie das einrichten konnten. Frau Harkonsen, ich grüße Sie. Ich will Ihnen nichts vormachen. Das hier war nicht meine Idee. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Wenn Sie einen ordentlichen Kaffee haben, gerne. Sie an. Eine Frau mit Geschmack. Leutnant, bringen Sie uns bitte eine Kanne frischen Kaffee. Möchten Sie Milch oder Zucker? Danke. Schwarz wie die Nacht. Oh. Zeichen und Wunder. Bitte nehmen Sie Platz. Vielen Dank, Herr Kommodore. Zuallererst möchte ich Ihnen sagen, dass ich mit Ihnen fühle. Ich weiß, dass Sie eine persönliche Beziehung zu Leutnant Brüning haben. Vielen Dank. Darf ich fragen, wie es Frau Brüning geht? Ist das schon das Interview? Nein, natürlich nicht. So etwas gehört nicht in ein Interview. Ja, da kenne ich aber ganz andere. Frau Brüning steht gewissermaßen unter Schock. Sie gibt sich die Schuld an dem Vorfall. Die ersten Tage nach Johanns Verschwinden hat sie fast durchgehend in der Zentrale verbracht, um nach der Ursache zu suchen. Wir schirmen sie jetzt von der Öffentlichkeit ab. Die Presse kann sich gerne an mir austoben. Dem Witwenmacher, dem Gigolo. Ja, was ich in den letzten Tagen über sie gelesen habe, war ziemlich unrühmlich. Und geschmacklos, wenn Sie mich fragen. Naja, dann werden Sie verstehen, dass ich gewisse... Vorurteile haben? Oder soll ich sagen, gewisse Aversionen? Mir geht es um die Wahrheit, um Fakten. Nicht um Sensationen. Mhm. Natürlich steckt in so einer Geschichte auch ein persönliches Drama. Als Mensch geht mir das sehr nah. Aber die menschliche Seite dieser Geschichte ist nur ein Teil des Ganzen. Mhm. Dazu noch ein Teil, der die Öffentlichkeit nur sehr wenig angeht. Wenn Sie das wirklich so meinen, glaube ich, dass wir gut miteinander klarkommen werden. Kaffee schwarz, wie bestellt, Herr Kommodore. Ah, vielen Dank, Leutnant Bly. Das ist dann erst einmal alles, okay? Wenn Sie mich brauchen, ich bin nebenan. Darf ich Ihnen etwas einschenken? Ja, gerne. Vielen Dank. Nutzen Sie die Kanne dort im Regal oder ist die nur zur Deko? Nein. Ab und zu bereite ich Kaffee darin zu. Das ist eine sogenannte Dalla, eine arabische Kaffeekanne. Das war ein Geschenk eines kuwaitischen Offiziers. Ah, Sie waren im Nahen Osten. Oh, das ist schon Ewigkeiten her. Irakkrieg 2003. Waren Sie einmal dort? Kuwait? Nein. Im Nahen Osten, ja. So, waren Sie? Afghanistan. August 21. Haben Sie von dort berichtet? Ja, das auch. Meine Mutter stammt von dort. Ach, ja, entschuldigen Sie bitte, das hätte mir auch auffallen können. Kein Problem. Mein Vater stammt aus Norwegen. Ah. Er war damals bei der UNO. Oh. Während einer UNO-Mission in Afghanistan haben sich meine Eltern kennengelernt. Ah, wann war das? 96. Ein Jahr später bin ich dort geboren worden. Mhm. 2000 hat dann die UNO wegen der Machtübernahme der Taliban das Land verlassen. Mein Vater hat nur meine Mutter und mich mitnehmen können. Oh. Die Familie meiner Mutter haben sie nicht mit rausbekommen. Das tut mir sehr leid. Haben Sie Ihre Familie jemals wiedergesehen? Ich hatte das gehofft, als wir im Juli 21 rübergeflogen sind. Aber nein, der Rest meiner Familie lebte da schon nicht mehr. Ihre Gräber konnte ich ausfindig machen. Immerhin, in Afghanistan heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Darf ich fragen, wie Sie gestorben sind? Die Taliban haben sie erschossen, als sie versuchten, das Auspeitschen einer jungen Frau zu verhindern. Ach, entschuldigen Sie bitte, die Frage war geschmacklos von mir. Nein, Herr Kommodore, ist es nicht. Wir müssen über solche Dinge sprechen. Wir dürfen niemals aufhören, darüber zu reden. Wir müssen mit dem Finger auf Menschen zeigen, die für so etwas verantwortlich sind. Den Opfern muss Gerechtigkeit widerfahren. Entschuldigen Sie bitte, ich rede mich in Rage. Wollen wir anfangen? Okay, lassen Sie uns anfangen. In Ordnung, also, was ist am 4. April schiefgelaufen? Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Dann formuliere ich die Frage um.
In der ersten Phase gab es keine Probleme, richtig? Mhm. Als die Draken in den freien Steigflug gegangen ist, war alles in Ordnung. Ja. Das ist absolut korrekt. Dann haben Sie den Kontakt zur Draken verloren? Nein, nicht sofort. Hören Sie mal. Ihnen ist klar, dass Sie das Interview vor der Veröffentlichung von uns genehmigen lassen müssen? Ja, das ist mir bekannt. Okay. Ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, wie ich die Vorgänge einordnen soll. Wir haben noch mehrere Minuten Kontakt zu Draken gehabt. Sprechfunk? Ja, anfangs Sprechfunk. Dann noch für mehrere Minuten Telemetriedaten. Also Telemetriedaten, das sind Steuerdaten. Ich weiß, was Telemetriedaten sind. Oh, okay. Und die brachen dann plötzlich ab. Nein. Und das ist genau das Problem. Die kamen mit immer größerer Verzögerung rein. Wegen der Entfernung zur Draken? Eher nicht, oder? Nein, wir haben dafür immer noch keine Erklärung. Die Zielhöhe der Draken lag bei dieser Versuchsreihe bei gut 200 Kilometern. Ja, unsere Telemetriedaten bewegen sich aber mit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also mit Lichtgeschwindigkeit. Okay. Was ist mit dem unidentifizierten Flugobjekt? Was soll damit sein? Kommodore. Dutzende Radarstationen auf der ganzen Welt haben dieses Objekt geortet. Ja. Eigentlich ist das, was wir da geortet haben, ein Ding der Unmöglichkeit. Weil? Weil der Kontakt eine geschätzte Länge von circa 300 Metern und eine Masse von 90.000 metrischen Tonnen hatte. Ja, also stellen Sie sich einen amerikanischen Flugzeugträger, wie sagen wir die Harry S. Truman vor. Das kommt in etwa hin. Oh, das ist verdammt groß für ein Flugobjekt. Oh ja. Gab es einen wie auch immer gearteten Kontakt mit dem Objekt? Nein, also von unserer Seite zumindest nicht. Von anderen Kontakten weiß ich nichts. Wir hatten in diesem Moment aber auch wirklich andere Sorgen. Einer unserer Piloten war da oben. Und gibt es mittlerweile eine Spur von Leutnant Brüning? Nein. Seit Abbruch des Funks und der Telemetrieverbindung haben wir keine Spur mehr von der Draken. Oder von Johann. Das tut mir sehr leid, Herr Kommodore. Vielen Dank. Wie geht es jetzt weiter? Also, es wird eine genaue Untersuchung geben. Allerdings haben wir die Daten seitdem schon zigmal überprüft. Es gibt keinen Hinweis auf ein technisches Versagen oder einen Pilotenfehler. Wir haben nichts. Und das Objekt? Verschwand so plötzlich, wie es aufgetaucht war. Gäbe es nicht ein Dutzend Stellen, die diesen Kontakt zweifelsfrei bestätigt haben, würde ich von einem technischen Fehler in unserem System ausgehen. Hört sich jetzt etwas blöd an, aber Außerirdische? Außerirdische. Okay. Das ist Ihr Fach, nicht meins. Entschuldigen Sie bitte, ich will nicht despektierlich sein, aber... Kein Problem, ich weiß, wen Sie meinen. Tja, das ist dann wohl auch alles, was ich Ihnen offiziell zurzeit sagen kann. Gibt es noch etwas, Herr Kommodore? Augenblick bitte, Moment. Okay. Hören Sie. Das hier haben Sie nicht von mir, okay? Vernichten Sie den Zettel, nachdem Sie ihn gelesen haben, verstanden? Was ist das? Etwas, das Sie nachforschen sollten. Ich kann da nicht nachforschen, ohne dass das viel zu hohe Wellen schlagen würde. Nebelstreif. Herr Kommodore, was hat das mit... Sie sind die Journalistin, Frau Harkonsen, nicht ich. Nebelstreif. Ich habe schon zu viel gesagt. Man wird mich mit absoluter Sicherheit von diesem Projekt abziehen. Nur so viel. Nebelstreif hat etwas mit dem Projekt Draken zu tun. Vielleicht können Sie ja die vielen losen Enden verknüpfen, aus denen ich mir bis heute keinen Reim machen kann. Darf ich mich wieder bei Ihnen melden? Sollte es etwas Neues geben? Aber selbstverständlich. Ich bitte Sie sogar darum. Sie haben heute eine Menge Pluspunkte für Ihre Zunft bei mir eingefahren, glauben Sie mir. Ach, vielen Dank, Herr Kommodore. Das hört man gerne. Danke für den Kaffee. Aber gerne kommen Sie, ich begleite Sie nach draußen.
Ja, es gab auch Journalisten, zu denen ich ein ganz normales Verhältnis hatte. Kaum zu glauben. Was ist aus ihr geworden? Frau Harkonsen. Oh, sie ist wohl an dem Fall dran geblieben. Selbst als die Untersuchungen offiziell eingestellt wurden. Das war Ende 26, meine ich. Und dann? Was macht sie jetzt? Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Sagen Sie, Katja, wie alt sind Sie? 26, warum? Dann waren Sie etwa 13, als die Vereinigten Staaten von Europa gegründet wurden, richtig? Ja, ungefähr. Können Sie sich noch daran erinnern? Ja, allerdings nur verschwommen. Meine Eltern sahen damals eine Live-Übertragung im Fernsehen. Ich glaube, das war aus dem Bundestag. So hieß das damals, glaube ich, oder? Ja, so hieß das damals. Am Tag nach dieser Sitzung gab es eine Politik-Talkshow zur Gründung der Vereinigten Staaten von Europa im deutschen Fernsehen. Die Journalistin Mathilde Harkonsen moderierte damals eine Talkrunde für den Sender Phoenix. Warten Sie, Sie können sich das mal kurz anschauen. Ich habe es hier. Moment. Okay, lassen Sie uns das noch einmal zusammenfassen. Der Antrag, das Thema Gründung der Vereinigten Staaten von Europa auf die Tagesordnung zu nehmen, wurde von verschiedenen Abgeordneten aus unterschiedlichen Parteien gestellt. Das ist soweit richtig, Frau Verteidigungsministerin Schulze? Ja, das ist richtig. Und das war vorher nicht abgesprochen? Ich meine, normalerweise wird so etwas doch vorher in der Fraktion besprochen, oder? Es wird sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Ich meine... Sie haben völlig recht, normalerweise schon. Aber dieser Coup war offenkundig. Also bitte, hier von einem Coup zu sprechen... Na, was war das denn sonst? Gelebte Demokratie, verehrte Frau Verteidigungsministerin. Da möchte ich einmal einhaken. Das ist doch lächerlich. Ich... Warten Sie, gleich können Sie. Ich will nur kurz etwas festhalten. Frau Alvarez, Sie haben davon gewusst. Sie als Vorsitzende der Partei Gaia, die Erdmutter und wer noch? Na, das ist doch klar. Augenblick, ich möchte, dass Frau Alvarez die Frage beantwortet. Frau Harkonsen, es gibt seit geraumer Zeit eine Gruppe von Abgeordneten, die es, parteiübergreifend möchte ich hinzufügen, leid sind, dabei zuzusehen, wie unser Land, unsere Werte und unsere Umwelt nach und nach vor die Hunde gehen. Nicht nur parteiübergreifend, sondern auch länderübergreifend. Das muss man korrekterweise dazu sagen, richtig? Das ist richtig. Dann geben Sie also zu, dass das Ganze ein von außen gesteuerter Staatsstreich war? Frau Verteidigungsministerin, Sie sprechen immer von Staatsstreich. Na, wovon auch sonst? Man muss das Kind beim Namen nennen dürfen, oder? Das Forum Europa ist ein offenes Forum, in dem über europäische Themen diskutiert wird. Habe ich noch nie gehört. Spricht nicht gerade für Sie. Also ich muss doch bitten. Sie als Verteidigungsministerin stimmen mir doch sicher zu, wenn ich auf die prekäre sicherheitspolitische Lage Deutschlands hinweise. Ja, aber... Nachdem die Russische Föderation endgültig Geschichte ist, haben sich die Amerikaner dem aggressiven Expansionsbestreben Chinas im pazifischen Raum zugewandt. Wir müssen der Tatsache in die Augen sehen, dass europäische Sicherheitsinteressen nicht länger von Bedeutung für die Vereinigten Staaten sind. Diese Behauptung können Sie mit keinen Fakten belegen. Seit dem Zerfall der Russischen Föderation 2030 haben die Vereinigten Staaten 400 der insgesamt 600 Stützpunkte in Europa geschlossen. Sind das Fakten genug? Oder möchten Sie uns alternative Fakten präsentieren? Das ist unerhört. Das höre ich mir nicht länger an. Haben Sie es gesehen? Was gesehen? Warten Sie, ich spule etwas zurück. Seit dem Zerfall der Russischen Föderation 2030 haben die Vereinigten Staaten 400 der insgesamt 600 Stützpunkte in Europa geschlossen. Sind das Fakten genug? Oder möchten Sie uns alternative Fakten präsentieren? Das ist unerhört. Das höre ich mir nicht länger an. Wow, was für ein Clash of the Bitches. Oh ja. Schauen Sie, hier erfasst die Kamera kurz einige Personen, die hinter den Kameras sitzen. Erkennen Sie jemanden? Nein. Sollte ich da jemanden erkennen? Warten Sie, ich vergrößere den Ausschnitt und schärfe das Bild nach. Wild Man, der shady Opa aus dem Restaurant. Ganz genau.
Dr. Anders. Der sieht aus wie eine Mumie. Wie alt ist der? Der muss ja fast 100 sein. Und zu diesem Zeitpunkt war er erst 95. Achten Sie mal auf den Ordner, den der Kerl auf dem Schoß liegen hat. Da ist so eine Art Wappen drauf gedruckt. Das ist das Parteisymbol der Gaia, die Erdmutter. Also langsam wird es so ein bisschen gruselig, oder? Der Kerl taucht immer wieder auf seit... Seit 2003, richtig. Und das war nicht das letzte Mal. Können Sie sich noch an das darauffolgende Silvester erinnern, beziehungsweise an den Tag danach? An Neujahr 2034? Nee, nicht wirklich. Hatte bestimmt einen dicken Kopf. War da was? Ja, das haben viele Menschen damals nicht mitbekommen. Zumindest nicht in vollem Umfang. Nein, keine Ahnung. Erzählen Sie. Space Tag. Sie meinen Future Tag? Nein, Space Tag. Am 01.01.34 wurde aus Space Tag Future Tag. War das nur eine Namensänderung? Oh nein. Bei der Gelegenheit haben die fast den gesamten Vorstand rausgeschmissen. Aha. Und nun raten Sie mal, wer übrig geblieben ist. Keine Ahnung. Oh, Sie müssen aufpassen. Herr Dr. Anders. Old Shady aus dem Restaurant? Genau der. Wow. Der hat Silvester 33/34 überlebt? Respekt. Und weil ich weiß, wie sehr Sie Ratespiele lieben. Wer, glauben Sie, ist der Neffe von Dr. Ender? Ach, kommen Sie, woher soll ich das denn wissen? Staatskommissar Kospab, Friede seiner Seele. Ätzend sein liegt wohl in der Familie. Ah, hatten Sie mal das Vergnügen? Einmal, hat auch gereicht. Ich hatte mal ein Interview mit dem... Boah, ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich an den Glitscher denke. Oh ja, ein Sympath ist der wahrlich nicht gewesen. Und nun passen Sie auf. Keine 4 Jahre später, also 2038, wird aus einem unbedeutenden Hinterbänkler, einem Sonderling, mit dem kaum jemand irgendetwas zu tun haben will, der neue Staatskommissar. Tja, Beziehungen muss man haben. Aber sagen Sie mal, woher haben Sie das alles? Das kann nicht aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. Dann wüsste ich das. Ja, Sie haben recht. Und dann 2044. Nach nur 6 Jahren Bauzeit wurde dann Neu-Hamburg fertiggestellt. Gebaut von FutureTech. Tja, aus dem Geschichtsunterricht weiß ich, dass das früher etwas langsamer ging. Sie machen sich keine Vorstellung. Passen Sie auf. Und wer war die treibende Kraft hinter dem Bauprojekt? Na, wenn Sie so fragen, Kospab? Ganz genau. Das Büro für Staatsermittlung unter Kospab. Ihr Lieblingsopa ist seit 34 nicht mehr aufgetaucht. Okay. Aber warum sollten die den Bau einer neuen Stadt forcieren? Was meinen Sie, wer sind die Leute, die in Neu-Hamburg leben? Keine Ahnung. Ich kenne niemanden, der dort lebt. Und nach dem, was damals mit dem Typen von der Zeit passiert ist, habe ich davon lieber die Finger gelassen. Ja, wie eigentlich alle Journalisten. Und nun, meine Liebe, schauen Sie sich bitte das hier an. Neue Hamburg. Ist das die Ecke, wo das Büro für Staatsermittlung ist? Ja. Ha, genau diese Ecke. Oben rechts erkennen Sie den Landeplatz für die Transporter. Sehen Sie? Ja, stimmt. Und? Schauen Sie einmal da unten in der Mitte. Sehen Sie die beiden Uniformierten? Ja, die schieben so eine Art Trage. Okay. Das, was Sie da sehen, ist eine Intensivkapsel. Schon mal gesehen? Ja, stimmt. So ein Rettungsteil habe ich schon mal gesehen. Oh, na dann, schauen Sie mal hier. Sie können auf dieser Vergrößerung das Gesicht des Patienten sehen, der in der Kapsel liegt. Das ist Leutnant Brünning. Ja. Woher haben Sie das Foto? Von einer Journalistin. Als ich die das letzte Mal gesehen habe... war die genauso alt wie sie jetzt.
Und ja, das ist Johann. Und die beiden Typen sind vom Büro. Aber ich dachte, der sei... Das dachte jeder, der von dem Zwischenfall in Mittelamerika wusste. Von wann ist das? Einige Stunden nach der atomaren Explosion in Mittelamerika. Wie bitte? Die haben den seit Tagen in Neu-Hamburg und behalten das für sich? Was soll der Scheiß? Warum machen die das? Keine Ahnung. Das stimmt nicht ganz. Eine Ahnung habe ich schon. Aber keine Beweise. Und da kommen Sie ins Spiel. Ich? Wieso ich? Schauen Sie noch mal genau hin. Die bringen Brünning nicht ins Büro für Staatsermittlungen, sondern nach Neu-Hamburg rein. Zeigen Sie mal her. Bitte sehr. Stimmt. Ja? Und wie komme ich da ins Spiel? Nachdem Sie mir vor einigen Wochen dermaßen vors Bein gepinkelt haben, ist man im Büro bestimmt sehr gut auf Sie zu sprechen. Sie wollen, dass ich die neue Staatskommissarin interviewe? Nein, das nicht. Aber wäre es nicht einmal Zeit, einen richtig tollen Bericht über Neu-Hamburg zu produzieren? So eine richtige Lobeshymne, sinnvoll angelegte Steuermittel. Nicht so eine Verschwendung wie beim Militär, das ganze Programm. Und das soll ich senden? Sind Sie Jeck? Natürlich nicht. Ich habe schon genug Probleme. Nein, die sollen aber denken, dass sie das senden wollen. Hauptsache, wir kommen rein in den Saftladen. Hört sich gefährlich an. Tja, oh, wer will denn schon den nächsten Pulitzerpreis für eine der größten Enthüllungsstories der letzten Jahrzehnte gewinnen? Den was? Ja, es wird doch heute auch noch Preise für herausragende Pressearbeit geben, oder? Nö, nicht, dass ich wüsste. Okay, aber ich garantiere Ihnen, wenn wir damit durch sind, gibt es wieder einen Preis. Darauf können Sie Gift nehmen. Sie hörten Dark Space 2046, Folge 4.1, gestern, heute, morgen. Die Rollen und ihre Darstellenden in der Reihenfolge des Auftritts: General Ehrenberg und Oberstleutnant Ehrenberg, Marcel Mander. Katja Bitzki, Dagmar Bittner. Stabsgefreiter Müller, Sascha Kubert. Hauptgefreiter Wojcek, Burak Budak. Fahrer Transportpanzer Fuchs, LJ Lausejunge. Spürfahrzeug über Funk, Michael Piotrowski. Unteroffizier Schulz, Mike Schlünzen. Funker, Michael Piotrowski. Uwe Cortes, Thomas Söcker, Herr Lindau, Stimmenklang. Dr. Enders, Matthias Heil. Kellner, Meinhard Schulte. Anja Cortes, Nadine Most. Ina Brünning im Alter von 8 Jahren, Jule Bösand. Mathilde Harkonsen, Dorle Hoffmann. Leutnant Blei, Mika Wanner. Verteidigungsministerin Schulze, Katja Abrahams. Frau Alvarez, Nadine Gross. Der Erzähler war Marcel Ellerbrock. Das Intro wurde gesprochen von Werner Wilkening. Hörspielmusik Jan Krysostaniak. Der Titel Riding the Storm wurde arrangiert und produziert von Michael Piotrowski. Skript Michael Piotrowski. Schnitt, Effekt, Bearbeitung und Regie Michael Piotrowski. Lektorat Michael Gerdes. Covergestaltung Michael Piotrowski. Die Credits wurden gesprochen von Eiger Kornemann. Die Geschichte geht weiter. Folge 4.2 erscheint bereits am 28.04.2024. Sie trägt den Titel Symbiose. Eine Produktion von Michael Piotrowski und dem Hörspielprojekt 2023-24.